Yverdon. Der Ausgangspunkt der Postauto-Freizeitlinie Grandson ist bereits der erste Höhepunkt der Tour. Lassen Sie sich von der wunderschönen Seepromenade und der beeindruckenden mittelalterlichen Altstadt verzaubern, bevor Sie das Postauto unmittelbar vor das imposante Schloss Grandson bringt. Nous nous trouvons au Château de Grandson. Wir befinden uns beim Château de Grandson am Ufer vom Neuenburger See, 5 Kilometer von Yverdon entfernt. Das Château de Grandson ist nach dem in Chillon eines der meistbesuchten Schlösser in der Schweiz. Wir begrüßen jedes Jahr um die 55.000 Besucher. Das Château de Grandson zählt mehrere gut bestückte Museen. Ein Teil ist dem Krieg von Burgund gewidmet, mit einer großen Sammlung von Waffen und Rüstungen. Wir haben auch ein Museum für Oldtimer mit einem Rolls-Royce von Greta Garbo und dem Auto von Winston Churchill. Auf der Route du Vignoble geht die Fahrt weiter. Vorbei an den berühmten Weinbergen in den sonnenverwöhnten Hängen hoch über dem Neuenburger See und an zahlreichen geschichtsträchtigen Schlössern bringt sie das Postauto schließlich nach Saint-Aubin-Sauges. Die Postauto-Freizeitlinie Grandson. Geschichtlich interessant und landschaftlich faszinierend.